Buster und Mami dekorieren das Haus für Halloween. Aber schau, sie brauchen noch einen Kürbis. Da lang scheint es Kürbisse zum Verkauf zu geben. Buster und Opa fahren los, um einen zu holen. Wow, so viele Kürbisse zur Auswahl. Buster will diesen großen haben. Jetzt wird Opa ein Gesicht in den Kürbis schnitzen und ihn in eine Halloween-Laterne verwandeln. Augen, einen Mund und eine Nase. Aber was hat Buster gesehen? Ein Bettlaken? Oh, Buster tut so, als wäre er ein Gespenst und erschreckt Opa. Aber jetzt rollt der Kürbis weg. Oh nein, er rollt auf die Straße zu. Hier kommt Tony Truck. Puh, er hat ihn gerade verpasst. Schnell, Buster und Opa jagen hinter dem ausgebüxten Kürbis her. Buster hat ihn fast. Ups, da baut Diggly eine Mauer. Oh je, der Kürbis hat ihn erschreckt. Jetzt rollt er wieder weg. Keine Zeit anzuhalten. Sie müssen ihn weiterverfolgen. Armer Opa ist aus der Puste. Buster muss den Kürbis fangen. Schnell, er rast auf den Teich zu. Buster springt los. Gut gemacht, Buster. Er rollt direkt auf seinen Platz neben der Tür. Puh, das war ein Glück. Mami sieht sehr zufrieden aus. Gut gemacht, Buster und Opa.